Ach ja, stimmt ja, wegen dem ganzen Irrenhaus hier in Deutschland. Ja, wir müssen Natürlich. jetzt alles sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ich habe natürlich mich wieder sehr vorbereitet hier auf das Moin. Ganze. Und wie es halt immer so ist, ich kümmere mich immer und Rico darf immer auspacken und das darf er dann diesmal so ja behalten. So. Was ist das denn? Will ich das überhaupt behalten? Ich hab auch was. Aber Ach. Eine Pappe. ja. Ist da noch was drin? Geil, war eine Pappe. Oh, was ist das denn? Wir sollten unsere Portion verkleinern. Neu im Shop. Genau, das gibt es hier unter dem Video im Link. Sind da hier so einen geilen Sticker abgerufen. Und was gibt es da noch? Ist halt mal noch mehr. Das sieht aus, ist das zum Anziehen oder ist das auf Taschen? Mal gucken. Ah, wir sollten unsere Portion verkleinern. Na toll, das ist ja für Grillen, wa? Na klar, das ist eine Grillschürze und es gibt auch grüne T-Shirts. Ja. Ach ja, stimmt ja, wegen dem ganzen Irrenhaus hier in Deutschland. Ja, wir müssen Natürlich. jetzt alles sparen. Dann ist das ja allgemein gemeint. Ja. Wärmeportion, Stromportion, Essensportion. Das ist eine Politikerin, ne? Ich glaube ja. Könnte man loben, ist aber nur zufällig so. Ja. Und der T-Shirt ist auch nur zufällig in grün. Das kann nur ein Zufall sein. Ja. Komisch. Naja, schaut es euch an, wenn es euch gefällt, gibt es im Shop. Genau, ruft euch, ruft den einfach den Shop leer. Wenn Rico so fett ist, wusste ich nicht, was der für eine Größe hat. Deswegen Hey, hat er jetzt eine Schürze bekommen von mir. Hier ist keiner fett. Hier ist nur jener fett. Der ist nicht fett. Muss halt auch meine Portionen verkleinern. Ja? Wenn wir gerade bei dem Thema sind. Und zwar zu dem. Ja, als nächstes kommt der Held des Monats Und Juli, das mache ich ja. Der Endgegner des Monats Juli. Ansonsten trinkt man wieder Bier. Nehme ich mal an. Ja, so sieht's aus. Und schickt ja keiner weit zum Testen, also. Ja. Liken, teilen, abonnieren, kaufen. Auf jeden Fall Ja. hier. Unterstützt mal den Shop ein bisschen hier. Der Shop muss brennen. Ja, das muss richtig rotieren. Genau. Kommt das aus China? Nein, weiß Gut. ich nicht. Ja, dann kommt das ja rechtzeitig. Hab nicht lange gewartet. Wo ist die Tüte? Guck doch mal. Ist da nicht eine Rechnung drin? Xianghai? Hey, Leipzig. Ist ja Spreadnet AG Leipzig. Ja, ist richtig. Kam recht zügig, kommt nicht aus China. Genau, keine Sorge. Also, bis zu den nächsten Videos. Bis demnächst. Bis demnächst.